easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Dich umgeht zu klingeln. Ja. Ich habe nichts. Naja, komm, wir gucken uns jetzt erstmal noch weiter um. Was haben wir hier? Sehr schön. Beförderung. Meine Liebste, ich weiß, dass ich versprochen habe, dich zu besuchen, aber rate mal, ich wurde befördert. Ja, wirklich, ich bin der neue Stabschef. Das könnte jetzt wirklich sein. Ein neuer Anfang, eine Heimat für uns, meine ich. Du, ich, die Kinder, ich weiß, es klingt verrückt, aber denk drüber nach, in ewiger Liebe F. Ah, guten Tag, meine Damen und Herren, seid ihr auch schon zu Tode gegruselt? Ja, grüß dich, mein lieber Cube. Na, alles gut bei dir? Aktuell geht's noch mit dem Grusel. Ich habe mich nur einmal ganz kurz so dezent erschrocken. Als das so mit Geräusch so buff. Lesen. Tolle Zeit am See. Quality Time by the Lake. So. Was haben wir jetzt hier noch? Das Niva-Restaurant. Geschmack des Volkes. The People Taste. Die Tagesstätte, sicherster Ort für die Kleinsten. Die Day Room, the safest place for the youngest. Hier komme ich nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Es malt. Der Kackstift. Ah, mir geht's lasse und euch. Ja, auch alles gut. Ich habe hier gefühlt 30 Grad in meiner Wohnung. Okay, dann haben wir alles. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Klöckchen. Zur Klingel. Die ich gerade nicht finde. Ach, hier. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh yeah, I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes. W-
Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with any. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, oh, wait. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. Suche nach Thomas, dann gucken wir mal. Warte mal. Es ploppt nämlich auch was auf. So. Hey. Geht das? Ich glaube, das geht. Elevator. Might as well see if it works. Ey, ich würde in diesem. Weißt du, das Jahr ist das 99. Ich würde in so einem 20 Jahre alten Fahrstuhl definitiv nicht fahren. Ich fahre ja sogar schon ungern in modernen Dingern. Mädchen, rein. Steuerung ist manchmal ein bisschen... Ja. Ah, da. Gehen wir in die 1. Sadness. I wished I knew her real name. Ich finde es schade, dass sie Sadness mit Trauer übersetzt haben. Naja, 20 Jahre ist nicht so alt. Ja gut, es spielt 99, 20 Jahre. Aber damals wurde ja noch alles für die Ewigkeit gebaut, also kann man schon einstecken. Aber besonders in einem Ort, in dem es keinen Strom geben sollte. Das ist ja noch kurioser. Drücke und halte B für außerkörperliches Erlebnis. Kräne. There, a fuse box. Need some energy to spark it up. Okay, gucken wir mal. Nee, da falle ich runter. Gotta move fast. Mich beeilen. Ja. Ah. An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just... Oh, ich löse mich auf. Aber ist hier eventuell Ventil irgendwo so ein Ding? Energieteil? Ist das da hinten? Warte mal, ich renn mal. Renn schneller! Bin ich dann Game Over? Dann eben nochmal. Hab ich irgendwas übersehen? Bestimmt kann ich hier hoch. Da unten, da ist doch was. Doch, da, guckt. Bin wieder raus, mein Internet lädt nicht. Nein. Falls wir es nicht nochmal lesen, schönen Nachmittag dir, Cube. Und bis zum nächsten Mal. Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. So, Mädchen, renn schneller. Das wird die doch wohl schaffen. Das? Aha.
Scheiße. Oh. Upsi. Was Tipp? Das Außerkörper kann sehr gefährlich sein, wenn man nicht vorsichtig ist. Kehre zu deinem Körper zurück, bevor deine Seele verschwindet, indem du B drückst. Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Scheiße. Aber ich muss jetzt nicht nochmal mit Sadness reden, oder? Hey. An elevator. Might as well see if it works. Wir gehen gleich auf die 2. Wir werden zwar eh in der 1 stoppen, aber... I wished I knew her real name. Experience. It's like taking a plunge into nothing. Ich kann doch auch einfach da runterspringen, oder? Stay under for too long and it just pulls you in. Ey, ich hoffe, das zählt noch, dass ich dieses blöde Bild gefunden habe. Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Aber wenn ich jetzt doch zurück mache, da ist doch bestimmt die Energie dann weg. I don't know. There. A fuse box. Need some energy to spark it up. Ach, jetzt komme ich raus. Ah, okay, okay, okay. I know, okay, das ist wieder Karte. Jetzt wieder hier hoch, oder was? Nee. Wir kriegen das schon noch hin. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber wenn ich gerade gemerkt habe, dass ich ja so immer wieder zurück kann. Ich dachte, ich muss wieder ganz... das in diesem außerkörperlichen Erfahrung machen. So, dann gucken wir nochmal. Okay, Hammer. Das vorhin gemacht. Nee, ich stand da dran. Ich habe das gedrückt. Ah, ich musste richtig davor stehen. Kann das sein? Muss ich richtig davor stehen? Passiert was? Passiert was? Ein bisschen Energie habe ich ja noch. Dann geht's nicht weiter, ne? Oh, warte mal. Was haben wir hier?
Sie sind hier. Okay. Übrigens, wir haben uns ja mal darüber unterhalten, wo ich wohne, richtig? Ich muss jetzt wegen meiner Umschulung umziehen. Echt? Oh je, musste weit wegziehen. Bin ich blöd? Ich komme nicht weiter. Warum? Hä? Oh. War da wer? Ich muss so ein außerkörperliches Ding machen. Was. Ich weiß, hier steht noch ein Koffer. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Verdammt. Sie sind hier. Ich musste eigentlich in den Gang hinter, ne? Meeting Room, oder? Ich komme ja... Hier geht's nicht weiter. Wo sind denn da ihre Fußabdrücke? Doch, wartet mal. Doch, 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 doch. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ich muss jetzt nach Augsburg. Oh Gott. Was ist das? Okay, das ist jetzt nicht ganz, ganz so weit weg. Sind das 2 Stunden von hier? 1,5? Sadness? Okay. Not getting through here. Ich habe nichts, ich komme hier nicht vorbei. Alte RB, Geisterschild. RB, falsche Taste. Oh. Ja, 2 Stunden, sonst müsste ich immer mit dem Zug fahren. Oh je. Ich bin schon wieder gestorben. Was, warte mal, ich muss gerade RB gucken. RB ist das da. Scheiße. Scheiß Motten. Geisterschild, okay. Sadness? Okay, das Kind ist da rein. Okay. Not getting through here. Geht nicht. Drücke und halte RB, habe ich. Holy shit. I didn't even know I could do that. Oh, ist aber denn hier? Ha. Aber natürlich, ich will mich ja noch ein bisschen umgucken, ne? Hier nicht mehr. Ah, gross. It looks like flesh. Is that skin? Der Naki. Hier erstmal zurück. Wie lange geht die Umschulung, wenn ich fragen darf?
raus als die dämliche blöde Tür. Ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Oh, das Geräusch, ne? Ja, Blümchen. Wo ist der Riss? Da ist der Riss. Yes. I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh. That voice. I don't know why, but it gives me shivers. Mm-hmm. Looks like the only way. Great. What's that? This room. It feels cold. Memories of grief. Loneliness. Ich habe nichts. Hau das Ding doch einfach um, Mädchen. Ja, aber Artrick passiert auch nichts, oder? The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. So hier. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Mr. Tarkovsky. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Ah, sunflower, okay. Weary. Oh. Okay, okay, okay. An old prescription. I know these drugs all too well. So, 14.06.71, Ursula Anna, Nachname Roskowski, Alter 41, 53 Kilo schwer, Geburtsdatum 1930, Rezept Pipofessin Pospiron. Fallgeschichte bei Ursula Roskowski wurde Depressionen, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unterernährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks 6-mal auffüllen. Autsch. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Idiot. Useless old hag. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. Liebe Ursula,
Du fragst dich wahrscheinlich, warum ich diesen Brief schreibe, anstatt dich direkt anzusprechen. Der Grund dafür ist schmerzlich einfach, fürchte ich. Ich schreibe das hier, weil ich ein Feigling bin, weil ich mich nicht dazu durchringen konnte, dir in die Augen zu blicken und zu sagen, was ich sagen will, was gesagt werden muss. Denn allein der Gedanke, jemandem das Herz zu brechen, der so empfindsam, so zerbrechlich ist, ist mehr, als ich ertragen kann. Ursula, meine liebste Ursula, die letzten Monate war mein Herz mit Freude dafür zu wissen, dass du für mich da bist. Zu fühlen, wie unsere Freundschaft aufblüht. Und doch kann es nicht mehr sein als das, Freundschaft, nahe, rein Wahrhaftigkeit, aber niemals mehr. Oh, da wurde jemand gefriendzoned. Bitte versuche zu verstehen, dass es nie leicht für mich war, jemanden so nahe zu sein, so ausgesetzt zu sein. Das Leben und meine Kämpfe haben mich verändert, auf eine Art und Weise geschädigt, die du unmöglich begreifen kannst. Du verdienst jemanden, der dich in den Arm nimmt, der die Freuden und Leid des Lebens mit dir teilt. Ich wünschte, ich könnte diese Person sein. Aber das bin ich nicht. Worte können mein Bedauern nicht ausdrücken, denn tief in meinem Herzen weiß ich, dass dies das Ende unserer Freundschaft bedeutet. Bitte vergib mir in ewiger Freundschaft, RT. Liebste Ursel, genau. Kann ich das drehen? Nee. Ja, da ist jemand gefriendzoned worden. Scheiße. Nee, da gehe ich wieder zurück. Ich war, glaube ich, da noch nicht, ne? Ich drücke. Ich habe RB gedrückt. Schweinerei. Ach, ich muss es aktivieren, sonst komme ich da nicht durch. Halte RB gedrückt, habe ich. Scheiße. Ah, shit. Sollen wir den ganzen Spaß nochmal machen? Geh weg! Genau, geh weg! Spark's too weak to absorb. Geh weg! It's missing something. Nee, da komme ich nie weiter. Jetzt muss man mal gucken. Liebste Ursel. Was sind die zwei da? Nein, ich muss alles nochmal. Und das Kinderbild ist bestimmt auch weg. Ach, das darf ich doch nochmal alles. Schade, schade. So ist. Wir überspringen das mal gerade ganz kurz. So, liebste Ursel, haben wir. Mal da hinten drinne. Ach ja, das haben wir ja runtergesprungen. Da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Erinnerung. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Na? Ah, sunflower. Oh, Mr. Tuck. Please. An old prescription. Kennen wir. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ich weiß nicht, muss ich dazu außerkörperlich unterwegs sein? Nee. Ich will das shit. Das ist falling apart. Komm zu mir, Ursula. Ich will das so ein Hautlappen, wollte ich sagen. Shit. Ich wüsste doch. Ich komme doch mit. Oh, warte. Das machen wir jetzt mal gerade so. Nicht rennen. Shit. So eine blöde Erinnerung. Funktioniert aber leider nicht. Oh Gott, hier war was. War ja nicht die Ursula?
Ich wusste doch, irgendwas war hier. Ah, schön. Lass uns schnippeln! Oi. Oh. Oh, so richtig mit Schmack ist. Yeah. That was disturbingly satisfying. Gucken wir doch mal, was wir hier so Schönes finden. Ach, wir sind jetzt hier. Okay. Oh, ich glaube, da geht's nicht gut, der Blume. This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Das war doch der Typ, der dir die Blume gegeben hat, ne? Oh, Mr. Tarkovsky. Hier noch was? Kann hier noch was wegnehmen? Motten? You are... Was? You are... Ich kann das nicht lesen. Was steht denn da? Irgendwas steht da. Ich weiß, dass gleich nochmal irgendwas kommt, aber ich weiß nicht mal was und wann. Okay, die war künstlerisch begabt. Dann gehen wir mal gerade hier rüber. Ach, hier geht's nicht mal raus. Okay. Komischerweise. I don't know. Dann gehen wir wieder zurück. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal das Messer. Jetzt kommen wir oben weiter.